Hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich gestern im Action einkaufen und ihr glaubt nicht, was ich dort gefunden habe. Und zwar habe ich hier dieses Gerät gefunden. Das ist eine elektrische Gesichtsbürste mit ganz vielen Aufsätzen dabei. Hier sind locker, Moment, ich suche. Hier sind, also dieses Gerät kommt mit 11 Zubehörteile, 4 für das Gesicht und 7 für Hand und Füße. Und ihr wisst ja, dass die nicht ganz so billig sind, manche. Und das ist jetzt so ein No-Name-Produkt. Das hat jetzt Schlage, ich muss mal gerade nachgucken, schade, hat gerade mal 6,95 Euro gekostet. Und das ist wirklich ein Top-Preis. Ich hole euch das Gerät mal raus und dann gucken wir uns das Ganze mal einfach an. So sieht das Gerät einmal aus. Genau, es kommt hier in so einer wunderschönen Box. Diese Reihe hier, diese 1, 2, 3, 4, 5 Aufsätze sind fürs Gesicht. Und diese 1, 2, 3, 4, 6, ja, sind für Hand und Füße. Das werde ich jetzt heute nicht testen, denn mich interessiert im Moment nur das Gesicht. Ich habe auch jetzt eine extra Schippe Make-up aufgelegt und ein dunkleres dazu. Das sieht man auch, dass das viel zu dunkel ist. Aber ich möchte gucken, wie das so, ob das funktioniert. So, dieses Gerät hier ist mega handlich. Guckt mal, erstmal richtig schöne Farbe in Grün. Dann kommen hier zwei AA-Batterien rein. Denn es läuft mit Batterien, das finde ich auch schon mal top, denn so hat man keinen Kabelsalat und braucht es nirgendwo im Kabel stecken. Das ist das hier. Diese. Und was auch gut ist, er ist nicht so laut. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Badezimmer. Ach ja, und diese Aufsätze sind voll weich. Reinigendes Gesicht habe ich mir auch noch vom Action. Das hat, glaube ich, das hat 99 Cent gekostet und ich bin mal gespannt, wie das ist. Und ich habe mir gedacht, ich hatte jetzt nichts mehr zu Hause für mein Gesicht und ich mache das ganz gerne mit so einem Clean Water. Und da gucken wir mal, wie das so funktioniert. Und ich nehme euch jetzt ganz schnell mit. So, ich werde jetzt erstmal eine Seite nur machen, die Hälfte hier. Jetzt erstmal lauwarmes Wasser laufen mit ganz, ganz wenig Produkt. Ungefähr das hier. Und dann nehme ich ein bisschen lauwarmes Wasser. Verreibe das so in den Händen, sodass es anfängt ein bisschen zu schäumen. Seht ihr das? Und dann geht das hier auf die Gesichtshälfte. Mache ich das einmal an. Ich mache das erstmal auf einer kleinen Stufe und dann halte ich das Gerät nur an die Wange. Ja, guckt mal, da geht schon ordentlich was ab. Wie man hier sehen kann, geht das alles ab. Seht ihr das? Guckt mal hier. Hier habe ich noch den Rand und hier ist er schon komplett weg. Also es funktioniert und ich bin mal gespannt, wie sich gleich meine Haut anfühlt danach. Ich werde jetzt mein ganzes Gesicht einmal damit machen. Und jetzt mache ich die Stufe härter noch.
So sieht das Stückchen aus, richtig widerlich. So, ich bin wieder in den Zimmer gehüpft. So, ich kann, also mein Gesicht fühlt sich richtig gut und weich an. Also es hat die Hautschüppchen richtig gut abgenommen. Auch das Make-up scheint so gut wie weg zu sein. Aber wir machen jetzt den Micellenwassertest. Das heißt, ich tropfe jetzt so ein bisschen auf mein Wattepad ein bisschen Micellenwasser. Und dann gucken wir mal, ob die Bürste das Gesicht komplett gereinigt hat. Oder ob da noch Rückstände sind. Ja, ganz, ganz minimal sind da noch was drauf. Aber ich glaube, das kann man gelten lassen. Vielleicht sind das hier zum Beispiel da, wo die Bürste vielleicht nicht hingekommen ist. Zum Beispiel hier. Ne? Dass das daraus ist oder was, also oder hier am Ohr, da ist die Bürste auch nicht so richtig hingekommen. Es kann sein, dass das halt davon kommt. Also ich bin recht zufrieden mit dem Gerät. Also es ist wirklich nicht schlecht. Ich werde mich jetzt mal schminken und dann werde ich euch nochmal das Endresultat, mein Endresultat zu dem Gesicht. Ich habe mich jetzt mal geschminkt und es ging, mein Gesicht sieht auf jeden Fall schon mal so ein bisschen anders aus. Naja, ganz anders auch nicht. Aber ich sag mal, die alten Hautschüppchen sind komplett runtergegangen und mal gucken, wie sich das jetzt verhält, ob das wieder trocken wird, ob die trockenen Stellen wiederkommen. Und ja, kann ich dieses 7 Euro Bürstchen empfehlen? Ja, kann ich. Also es tut genauso das, was die teuren auch tun. Ja, ich werde es jetzt erstmal auf einer längeren Zeit auf jeden Fall noch mehr ausprobieren, auch die anderen Aufsätze. Und ja, ich kann euch ja über Instagram berichten, wie das nette Bürstchen dann sich noch weiter verhält mit den anderen Aufsätzen. Und ja, also ich denke, mit 7 Euro macht man nichts falsch, wenn man erstmal, sag ich jetzt mal, so ein Gerät erstmal ausprobieren möchte. Ich habe ja auch mit der mit so einer Handbürste angefangen und das sagte mir ganz gut zu. Und deswegen, als ich das jetzt bei Action gesehen habe für 7 Euro, ja, kann man auf jeden Fall nichts anderes zu sagen als schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Und wie gesagt, mit 7 Euro kann man nichts falsch machen. Und ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn ihr gar keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und selbstverständlich würde ich mich auch freuen über ein Däumchen nach oben. Und lasst es euch gut gehen. Bis bald!